Ja, servus und hallo, hier ist wieder dein Immobilienmakler mit Herz. Und heute haben wir was ganz, ganz Besonderes, auch wenn mir gerade mein Herz nicht so gelungen ist wie sonst. Hier auf dem Kanal findest du alles zum Thema rund um Immobilien. Seit über 27 Jahren mache ich den Job mit voller Herz und Leidenschaft. Du wirst es vielleicht schon erlebt und verfolgt haben in dem ein oder anderen Video, was du hier siehst. Und ja, wenn du noch nicht dabei bist, dann aktiviere die Glocke, sei dabei, sei informiert, denn hier gibt es alles zum Thema rundum. Und heute eine besondere Folge, denn wir haben in der letzten Woche, tja, ich hätte fast gesagt, mir sträubt es so ein bisschen die Haare, aber die 5 Haare, die ich habe, da ist nicht mehr viel zum Sträuben. Aber die EU, die hat auf jeden Fall vor, eine Sanierungspflicht für Immobilien ja auf den Weg zu bringen. Und tja, vielleicht ist es auch für dich der Horror, denn es bedeutet etwas. Es bedeutet am Ende des Tages, dass wir Eigentümer mit alten Immobilien wieder Geld in die Hand nehmen müssen und Dinge machen dürfen, die uns da auferlegt werden. Tja, ob das nachher letztendlich alles durchgeht, das weiß ich nicht, aber es gibt auf jeden Fall, so will es die EU, eine Sanierungspflicht. Und Pflicht ist so ähnlich wie eine Kfz-Haftpflichtversicherung. Du musst die haben, sonst droht dir Böses, sonst droht dir eine große Strafe, sonst droht dir vielleicht auch der Entzug der Immobilie. Ich weiß es nicht, aber wir wollen auch nicht zu schwarz malen, denn am Ende des Videos habe ich noch eine kleine Lösung für dich, oder besser gesagt zwei Lösungen. Und nein, es handelt sich nicht um den Verkauf durch mich als Immobilienmakler, sondern ich habe zwei wirklich Special-Lösungen. Also bleib auf jeden Fall dran, es lohnt sich hier sozusagen reinzuschauen, reinzuhören. Tja, und der Gebäudesektor in Deutschland, so sagt mal, ist wohl für ein Drittel der Emissionen verantwortlich. Ja, das hört sich erstmal sehr viel an. Die genauen Zahlen, die könnt ihr nachlesen. Ich habe hier unterhalb des Videos da nochmal eine Quellenangabe vom Fokus hinterlegt. Und tja, da werdet ihr auf jeden Fall auch nochmal mehr erfahren in schriftlicher Form. Aber hier gibt es erstmal was auf die Ohren und auf die Augen für dich. Tja, es ist zwar noch nicht endgültig beschlossen alles, aber es ist eine Richtlinie auf den Weg gebracht, also praktisch der erste Step, der meistens erfolgt, wenn solche Sachen auf den Weg gebracht werden, zur Gesetzgebung, ja, die die Verpflichtung einer Sanierung vorsieht. Und eine Verpflichtung zur Sanierung ist echt harter Tobak. Da bin ich wirklich gespannt, ja, ob das nachher durchgeht oder nicht. Aber naja, man setzt zurzeit alles dran, um die Emissionen zu vermindern, zu verringern, jedenfalls in der EU. In den anderen Ländern glaube ich eher weniger, aber es ist halt, und man muss ja Vorreiter sein, so sind wir es halt wie oftmals. Ja, die Herausforderungen sind natürlich finanzieller Art und Weise. Wir wissen alle noch nicht, oder die, die betroffen sind, ja, wie wollen wir das überhaupt stemmen? Denn Experten sagen hier teilweise, ja, zwischen 80 und 150.000 Euro kostet erstmal eine Sanierung für Gebäude, die momentan so in der Klasse H und G anzusetzen sind, wo also viel gemacht werden muss. Aber dazu komme ich auch gleich noch, ja, wie sich das abstuft und wie sich das sozusagen oder aufstuft nachher. Es ist ja, es ist ein bisschen hanebüchen. Ja, die zweite Sache ist die zeitnahe Umsetzung. Also hier wird richtig aufs Tempo gedrückt. Ja, ab 2025 soll es aber schon losgehen. Ich bin gespannt. Und dann ist natürlich die Frage, die konkrete Umsetzung. Ja, also wie soll das alles vonstatten gehen? Und wir haben ja hier in Deutschland, ihr wisst es, der Energieausweis, der geht von A bis H. Und es soll aber die Energieeffizienzklasse A bis G eingeführt werden, und zwar EU-weit. Und tja, A heißt hier in dem Fall, für die, die sich damit noch nicht so beschäftigt haben, A heißt hier wirklich Null-Energiegebäude. Also da wird kaum irgendwie was aussehen. Stoßen beziehungsweise Null. Ob es wirklich eine Null ist, wage ich mal zu bezweifeln, aber okay. Und G ist sozusagen das energetisch schlechteste Gebäude. Also hier wird sozusagen Energie rausgegeben über Fenster, über Wände, über Isolierung, über Keller und was da alles so ist. Und tja, das sind ungefähr 15% des gesamten deutschen Gebäudebestands laut Haus und Grund. Ja, und Haus und Grund sind Experten, also sie sollten es wissen, von was sie reden. Also 15%, und vielleicht bist du ja auch dabei und hast eben die finanzielle, die zeitnahe und auch die konkrete Herausforderung, was wir jetzt als nächstes machen. Tja, aber, und das gehört auch zur Wahrheit, die EU
muss erst das alles noch erstellen und vereinheitlichen, denn es geht ja darum, dass es sozusagen innerhalb der EU für alle gilt, also alle EU-Mitgliedstaaten. Und tja, wenn ich da mal eine kurze Bemerkung machen darf, das wird schon eine besondere Herausforderung, insbesondere wenn ich da so an die südlichen Länder denke, wo ja doch viele Häuser tja, mit Backsteinen oder irgendwie mit Steinen gebaut worden sind. Ja, was, okay, die sind dann alle tja, Stufe G sozusagen, Energieeffizienzklasse G. Und was passiert mit denen? Da bin ich sehr gespannt. Und da wird sicherlich viel, viel an Problemen auf uns zukommen oder auf die Herrschaften, denen die Immobilien gehören. Ja, und die Einteilung soll bis 25, also 2025 erfolgen. Laut EU-Richtlinie bedeutet also auch da gibt man gerade richtig Gas, damit es funktioniert und nach vorne geht. Und ja, hatte ich schon erwähnt, Deutschland nutzt zurzeit A bis H, also da wird nochmal ein G hin rangeführt. Das ist wirklich die schlechteste Klasse. Ja. Und die Maßgabe der ganzen Geschichte ist also die schlechtesten zuerst. Ja? Also hier lohnt es sich auf jeden Fall dich, kleiner Goldtipp am Rande, deine Immobilie nochmal bzw. deinen Energieausweis anzugucken. Und wenn du ja F, E, F, H eingestuft bist, was die Energieeffizienz betrifft, dann würde ich an deiner Stelle schnellstmöglich mal drüber nachdenken, wohin deine Reise geht. Und es folgt auf jeden Fall, dass, und das ist jetzt wirklich spannend, und da hör mal bitte hin, daraus folgt, dass Wohngebäude mit G und F bis 2030 auf die Energieeffizienzklasse E gebracht werden müssen. Okay, hört sich gut an. Aber, und jetzt kommt der Knackpunkt, wenn du auf E bist, ja, wenn du auf E bist, dann wird es schwierig. Und jetzt habe ich mich verschrieben in meinem Text. Aber egal, kann passieren. Ich schneide es jetzt nicht raus, damit ihr seht, hey, ich bin auch mal live on air. Und ja, das, was ich hier geschrieben habe, ist Blödsinn. Aber auf jeden Fall, die Wohngebäude mit G und F müssen bis 2030 auf E gebracht werden. Und danach, ab 2033, sogar noch besser. Also, was will ich damit sagen? Es wird eine besondere Herausforderung. Und die Hauptfrage wird für uns alle sein, ja, die Finanzierbarkeit. Ja, wer bezahlt das? Im Zweifel erstmal du als Eigentümer. Wenn du in einer der schlechtesten Energieeffizienzklassen bist, beziehungsweise deine Immobilie, dann musst du sozusagen gucken, wie du es, wie du das eben stemmst. Und im Grunde genommen stellt sich die Frage folgendermaßen, ja, lohnt sich das denn überhaupt noch? Lohnt sich das Investment? Ja, und wenn, für wen? Und da ist ja die große Herausforderung, wenn du ein gewisses Alter hast. Ja, ich sage jetzt mal so über 70, 80. Ja, sind wir mal ganz ehrlich, wie lange werden wir noch leben? Gut, wir wollen alle so lange wie möglich leben, aber so gesund wie möglich leben, ohne Frage. Aber wenn du dir die Sterbestatistiken anguckst, ja, Männer, ich glaube 76 im Durchschnitt, Frauen 84, warum auch immer, ist egal. Aber du bist jetzt 70, du bist 75, du bist 80. Würdest du jetzt wirklich, auch wenn du noch 10 oder 20 Jahre lebst, würdest du jetzt wirklich nochmal einen Kredit A bekommen? Ja, so viel Geld investieren und wenn du keine Erben hast, für wen machst du das? Das ist die große Frage. Und tja, wenn du mehr darüber wissen willst, dann gebe ich dir nochmal zwei Tipps mit. Der erste Tipp. Und ja, vielleicht hast du den nicht von mir, aber ich habe es ja jetzt gerade live rausgegeben in den Äther. Der erste Tipp ist, vielleicht lässt es einfach darauf ankommen. Ja. Es ist ja erstmal nur eine Richtlinie, die auf den Weg gebracht ist. Ob die nachher durchgeht, so zu den Voraussetzungen, die momentan eben sozusagen auf dem Tisch liegen, das ist noch die Frage. Also du könntest es drauf ankommen lassen und dir die Frage stellen, hey, was soll im schlechtesten Fall passieren? Enteignung? Okay, gut. Mit 100 bin ich vielleicht auch im Pflegeheim, also interessiert es mich nicht mehr, also mit 100 Jahren. Alles wertneutral bitte, ja. Oder aber dir wird eine Strafe aufgebrummt. Okay, dann musst du zahlen. Ist diese Zahlung vielleicht besser, wie jetzt zu investieren, ohne zu wissen, was hinterher rauskommt? Das ist die große Frage. Also darüber würde ich an deiner Stelle mal nachdenken. Und die zweite Sache, da kann man auch mal drüber nachdenken. Vielleicht ist es interessant für dich, die Immobilie als Leibrente zu sehen. Sprich also hier zu verkaufen, nicht teilzuverkaufen, sondern komplett zu verkaufen mit der Maßgabe, dass du eine eingetragene Leibrente hast, noch monatlich was rausbekommst, kostenfrei da wohnst sozusagen,
und am Ende des Tages, wenn es dann zur Sanierung kommt, eigentlich nichts damit zu tun hast, sondern der Eigentümer. Aber du nutzt weiter die Immobilie, du wohnst da weiter und dich kann im Grunde genommen niemand rauswerfen, weil du hast die eingetragene Leibrente im Grundbuch. Der kleine Haken dabei, und das muss man fairerweise sagen, du bekommst natürlich jetzt nicht den Preis, den du vielleicht auf dem freien Markt bekommen würdest, wenn du die Immobilie sozusagen verkaufst. Aber du hast die Sicherheit, zack, ein Dach über dem Kopf, und du hast die Sicherheit, dass alles, was sozusagen renoviert und saniert werden muss, also insbesondere saniert, ja, geht zu Lasten der Eigentümer, also nicht zu Lasten, zu deinen Lasten, die des Nutzers. Tja, also wenn du mehr darüber erfahren willst, dann ja, hier unterhalb kannst du gerne mit mir mal persönlich sprechen. Aktiviere den Link und du kommst auf den Online-Terminkalender. Wir sprechen einfach Viertelstunde, 20 Minuten nochmal darüber, über die Ideen. Und vielleicht kann ich dir persönlich nochmal einen anderen Impuls geben, wie jetzt hier auf dem Video. Und wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann mach es einfach jetzt, weil hier gibt es rund um die Immobilie und auch zum Thema EU-Sanierungspflicht eine neue Folge. Es lohnt sich also auf jeden Fall dran zu bleiben. Und hier reinzuschnuppern, aktiviere die Glocke. Ich freue mich auf dich, dein Immobilienmakler mit Herz.